Die Eisheiligen sind vorbei und das Wetter lädt einfach dazu ein, seine vorgezogenen Kulturen in die Beete zu bringen. Und darunter zählen natürlich auch die Wasser- und Honigmelonen. Und in dem Video möchte ich euch einfach meine drei Möglichkeiten aufzeigen, wie ich Wasser- und Honigmelonen anbaue. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie bereits erwähnt, geht es heute einen weiteren Schritt für den Anbau von Wasser- und Honigmelonen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie ich sie vorgezogen habe. Und heute zeige ich euch einfach mal, wie ich sie kultiviere und an welchem Platz ich sie alles gesetzt habe. Die erste Möglichkeit, die ich verwendet habe, ist, sie aufs Hügelbett oder in einem Komposthaufen zu setzen. Beide Methoden habe ich gemacht. Hier könnt ihr jetzt mein Hügelbeet sehen, wo ihr die einzelnen Melonenpflanzen auch betrachten könnt. Hat einfach den folgenden Grund, dass das Hügelbeet hier an der Südseite vom Grundstück ist und rund um die Uhr Sonne drauf scheint. Deshalb sehr wichtig, weil Melonen ja wärmebedürftig sind. Da legt man auch oftmals schwarzes Vlies unter die Pflanzen, damit sie es nochmal schön warm haben. Wichtig ist auch, warum ich sie ins Hügelbeet gesetzt habe, weil ein Hügelbeet ja eine Art Komposthaufen oder Kompostmeile ist. Und da ist es halt so, dass hier viele Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden. Und daher wachsen natürlich, weil die Melonen Starkzehrer sind, auch nochmal prächtig. Deswegen geht auch wahlweise sehr gut in Komposthaufen und weil ein Hügelbeet sehr gut Feuchtigkeit abspeichert aufgrund der Schichtung, habe ich das auch nochmal gewählt, weil natürlich Melonen auch sehr viel Wasser benötigen, weil sie sonst eingehen, zumal sie auch aufgrund meiner Höhe sehr gut und tief wurzeln können. Hier seht ihr zum Beispiel zwei Wassermelonen, die ich gesetzt habe. Die hintere müsste die Sorte Sweet Siberian sein, die vordere Roman Dow. Und hier habe ich noch ein paar Honig- und Zuckermelonen mit reingesetzt. Und die haben jetzt halt aufgrund der letzten zwei Tage, hat es halt stark geregnet und war ein bisschen kalt, haben sie ein bisschen was abbekommen, aber ich denke mal, die erholen sich schon davon. Wir befinden uns hier auf dem Komposthaufen beim Gewächshaus und hier habe ich auch, wie gesagt, zwei Melonenpflanzen reingesetzt, einfach zur Testweise. Der Komposthaufen oder Kompostmeile, die steht schon seit einem Jahr hier und da möchte ich einfach mal probieren, wie sich die Melonenpflanzen jetzt hier so ein bisschen entwickelt. Ich habe auch hier zwei direkt aus Saaten gemacht, mal schauen, ob sie herauskommen. Melonen kann man auch wunderbar in ein Hochbeet setzen. Ins erste Hochbeet habe ich 5 Pflänzchen hineingesetzt. 2 Wassermelonensorten, die Blacktail Mountain und die Sugar Baby. Und hier haben wir so ziemlich das gleiche Prinzip wie bei einem Kompost oder bei einem Hügelbeet. Einerseits aufgrund der Schichtung in einem Hochbeet die Pflanzen sehr gute Nährstoffe zur Verfügung. Natürlich auch wegen der Schichtung ist die Wasserspeicherkapazität auch wieder hervorragend und da ist halt auch die Wasserversorgung für die Melonen gut gewährleistet, zumal es Wassermelonen und Honigmelonen Kletterpflanzen sind, das heißt, die können auch super aus dem Beet herunterwachsen und ein bisschen den Rasen vielleicht abdecken oder andere Kulturen einfach um den Boden zu bedecken und natürlich auch versorgt das Hochbeet die kleinen Pflänzchen auch mit der optimalen Wärme, weil es natürlich auch wieder ein bisschen höher gestellt ist, zumal ich auch ein bisschen Pferde- und Hühnermist in den unteren Schichten mit eingegraben habe. Das größere und zweite Hochbeet habe ich natürlich auch Melonen hereingesetzt, habe sie jetzt über Nacht mit einem Vlies zugedeckt, weil es dann doch ein bisschen kühler in der Nacht geworden ist und hier könnt ihr dann auch ein paar Honig- und Zuckermelonen sehen. Genau, das Vlies werde ich dann runter machen. Einfach nochmal einen kurzen Schutz, weil jetzt die nächsten Tage auch ein bisschen wärmer werden.
Natürlich darf das Gewächshaus oder der Folientunnel nicht fehlen. Und hier im Gewächshaus habe ich auch in den Ecken 4 Honigmelonen gesetzt, alle der Sorte Kajari. Und die sollen halt am Boden entlang wachsen. Natürlich könnte man die jetzt auch aufbinden an Tomatenhaken oder ja, so wie Gurken oder auch Tomaten kultivieren, dass die hochranken können, damit man auch ein bisschen Platz spart. Aber das werde ich dann unten am Folientunnel machen. Ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen, wie man Wassermelonen auch in Deutschland kultivieren kann. Das ist mein erstes Jahr, wo ich versuche im großen Rahmen Wasser- und Honigmelonen anzubauen. Und ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, Wärme, Sonne, Nährstoffe und Wasser. Also so ziemlich auch mit Tomaten oder Gurken oder anderen Kulturpflanzen. Und einfach mal ein bisschen herumexperimentieren und ja, einfach mal schauen, wie sich die Kulturen einfach so entwickeln und die wunderbaren Pflänzchen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, weil ich ein neues Video hochlade. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich wunderbare Frühlings- und Sommertage. Es wird wärmer, wunderbare Gartentage stehen uns bevor und ich freue mich einfach, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.